Das sind wir wieder hier im Kunstmuseum in Dings Illumina City und das dauert jetzt schon ganz schön lange, ist ziemlich groß. Aber gucken wir noch. Mr. Bracks Mitgefühl. Mr. Brack, das ist der Seefahrer aus der Höhenregion. Dieses bewegende Werk legt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein fliegendes Pokémon, das neben dem Boot eines alten Mannes im Wind segelt. Bei dem Mann handelt es sich um Mr. Brack, das Single hört auf den Namen Pekko. Ja, und ich bin gespannt, wie viele darin jetzt wieder einen Beweis für ein Rubin und Saphir Remake sehen. Bin schon gespannt. Gute Seele im Großstadtdschungel. Außerdem, ja. Dieses Gemälde zollt freiwilligen Helfern Tribut, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Pokémon frei von Entgelt zu säubern und mit Nahrung zu versorgen. Das Kunstwerk stellt somit ein auf die Leinwand gebanntes Loblied auf die einende Bande zwischen den Pokémon und all jenen Menschen dar, denen es durch ihren unermüdlichen Einsatz gelingt. Alter, endet das Satz doch mal! Als damit dazwischen den Welten zu fungieren. Danke! Wir sind jetzt eigens aus Kanto angereist, um für unsere Abschlussarbeit zu recherchieren. Doch einer unserer Kollegen hat Magenschmerzen und hängt schon seit einer halben Ewigkeit auf dem Klo. Okay. Herr Nerma, dabei hat er sich schon so darauf gefreut, sich die Bilder hier anzuschauen. Wir versuchen mir die Motive der einzelnen Bilder bis ins kleinste Detail einzubringen, sodass ich daheim in Kanto damit angeben kann. Ich meine natürlich, so dass ich mein Wissen mit den anderen teilen kann. Ach so. Shaman, das Pokémon der Dankbarkeit. Okay. Dings. In einigen Regionen verleihen die Menschen ihrer Dankbarkeit zu besonderen Anlässen wie Geburts- oder Jahrestag durch Ausdruck, dass sie einander aus Grasidea zusammengestellte farbenfrohe Blumensträuße überreichen. Das vorliegende Gemälde schuf der Künstler als rührendes Andenken an seine verstorbene Mutter. Oh, wie schön. Okay. Wow. Hey, hier wird auch... Hier wird auch ein von mir gemaltes Bild ausgestellt. Toll, oder? What? Jeder versucht, die Schönheit eines Gemäldes in Worte zu fassen, geschieht zu Lasten der Anmut des Kunstwerkes. Fossilienbagger. Gegenstand dieses Werkes der naturalistischen Schule ist die Ausgabe eines Fossils durch einen Mann und sein Pokémon-Team in der unterirdischen Gegend der Sinnoh-Region. Der Gemälde gelingt es auf eindrucksvolle Weise, den Augenblick der Bergungsfreude mit einigen ausdrucksstarken Pinselstrichen festzuhalten und den Betrachter glaubhaft zu vermitteln. Okay. Tschüss, das geht ja echt weiter. Die Kampfmethode von einer, das sprüht alles nur so voll Lebendigkeit. Ja, mal wieder viel Fanservice an die alten Spiele angelehnt. Schauplatz der lebhaften Szenerie dieses Gemäldes ist die Kampfmethode, einer der diversen Austragungsorte von Pokémon-Kämpfen in Einal. Es handelt sich um das vorerst letzte Werk des bezeichnenden Künstlers, der den Reizen seines Steckenpferdes des Pokémon-Kampfes erlegen ist und sich infolgedessen von der Kunstszene verabschiedet hat. Okay. Waldwächter Gandalf. Dieses Gemälde liegt eine interessante Geschichte zugrunde. Es heißt nämlich, dass Noctu die Fähigkeit besitze, 7 unterschiedliche Versionen der Zukunft vorherzusehen, die es misst, um anschließend eine von diesen auszuwählen. Die Entstehung dieser Geschichte ist wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass Noctu seine Umgebung selbst in stockfinsterer Nacht noch bestens wahrnehmen kann. Wenn Noctu das könnte, wäre es doch ein bisschen OP. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Dieses Wandstück ist noch recht kahl. Okay. Dieses Wandstück würde Wälder ein Historiengemälde zieren, das sich thematisch mit Kalos glorreicher Vergangenheit... Was war das? ...befasst. Okay, komme ich da jetzt wieder darunter, wo ich zuvor war? Das machen, ja. Macht's auch. Ich muss aber wieder meine Geschenke holen. So. Gut. Wow, so sieht ein Künstler also das Meer. Diese detailverliebte und auf eine haargenaue Abbildung der Wirklichkeit zielende Darstellung einer Szenerie nahe Tempera City in der Kalos-Region steht die Konzeption und Umsetzung stellvertretend für den Zielgesuch des Realismus in der Malerei im Besonderen und der Kunst im Allgemeinen. Realismus? Das gibt's hier? Pokémon und Pokémon. What the hell? Gegenstand dieses vor rund 80 Jahren geschaffenen Stellvertreters der naturalistischen Strömung ist eine von zahlreichen Pokémon und Bauern bevölkerte friedliche Landschaft. Ein Schloss in Kalos. Zu der Zeit, als der Magnum Opus Palast errichtet wurde, erschufen die Angehörigen des Hofadels auf ihrer ausgedehnten Landgüte ein Glanzlicht auf dem Gebiet der damaligen Baukunst.
die den Staunen der Besucher in unserer Zeit als steinernde Zeugnisse hochherrschaftlicher Selbstdarstellung und Prunksucht in ihrer Bann geschlagen. Das vorliegende Werk des Schaffenszeitraums sich mit dem Höhepunkt adliger Prachtentfaltung deckt, gewährt uns einen eindringlichen Einblick in jene scheinbar sorgenfreie Zeiten, der rein sich das Streben nach Schönheit dem menschlichen Leben zum Sinn zu geben schien. Puh, Barock. Eine Skizze der Windmühle. Dieser Entwurf stammt von einem auf dem Gebiet der Malerei, Baukunst und Technik bewanderten schöpferischen Geister, auf den das oftmals zu leichtfertige... Alter, langsam kotzen mich diese Glitzsätze, die in eine halbe Seite gehen, aber langsam an. Auf den das oftmals allzu leichtfertige Verwendung findende Attribut eines Universalgelehrten an, da geradezu zugeschnitten zu sein scheint. Macht Punkte, bitte! Den Bauherren der Windmühle in Frescora diente der Entwurf im Übrigen als Blaupause. Decker! Seine Majestät und Muse. Von diesem Gemälde heißt es, der damalige Herrscher auf den Künstler angewiesen, ihm das mysteriöse Muse zur Seite zu stellen, um seiner Macht noch bildgewaltigeren Ausdruck zu verleihen und seinen Ruhm im ganzen Reich zu mehren. Wow, einfach klasse. Mehr kann ich nicht sagen. Wow. Golgantes und der Ritter. Aus dem im Zentrum dieses Werkes, aus der Rand eines Meisters der romantischen Schule, sehen wir einen Ritter in strahlender Rüstung, deren Begleitung seines treuen Gefährten Golgantes die Lande durchstreift. Man beachte die explizite Wiedergabe einzelner Details, wie etwa das schmerzverzerrte Gesicht unseres Ritters, aus dem sich die Entbehrungen und Qualen seiner jahrelangen ziellosen Wanderschaft aufs Vortrefflichste ablesen lassen. Also auch die Romantik-Epoche gab's hier, wow. Wow. Das ist, das erste Mal seit Rot-Blau-Gelb, dass Pokémon wirklich Anspielungen auf die Realität hat. Finde ich auch gut eigentlich. So, jetzt müssen wir uns nur noch anschauen, was da hinten war. Das sind ja noch ein paar Sachen. Ah, Stratos City. Oder gut, einfach nur die Einhal-Region. Verschiedenste Pokémon und Menschen kommen in dieser Region zusammen. Wie ein Schmelztiegel macht sie aus allen eins, daher auch der Name Einhal. Doch noch vor allen Leuten. Doch nicht vor all den Leuten. Wie schön. Hä? Die Kampfzone der Sinnoh-Region. Außerdem, bei der Kampfzone handelt es sich um eine im Kampfareal der Sinnoh-Region befindliche Einrichtung, die ganz der Leidenschaft für Pokémon-Kämpfe gewidmet ist. Mit Kampfpalais, Kampfsaal, Kampfarkaden, Kampffabrik und Duellturm öffnen insgesamt 5 verschiedene Einrichtungen ihre Pforten für kampfbegeisterte Trainer. Ich bin Kuratorin dieses Museums. Ich organisiere Ausstellungen und kümmere mich um die Akquisie unserer Kunstwerke. Findest du nicht auch Akquisie? Klingt ein bisschen wie der Name eines Pokémon. Ja, mittlerweile, ja. Und hier war ich schon, oder? Ja. Bald ist es geschafft. Nein, geh raus. Bitte. Mach einfach fertig. Die Johto-Region. In dieser Region rangen sich viele Legenden und Folklore um die Pokémon. Was sind Folklore? Das weiß nicht mal ich. Du scheinst für dich aus Kalos zu stammen. Bist du vielleicht erst vor kurzem hierher gezogen? Das lobe ich mir. Hier ein Willkommensgeschenk. Oh! Das ist cool, das funktioniert wie Brüller. Der Gegner wird dadurch ausgetauscht. Nur, dass es halt Schaden macht. Noch dazu. Die Trauernrute ist eine Attacke, die dem Gegner Schaden zufügt und ihn vom Feld schleudert. Mein Partner hat sie im Dorf der Trauchen erlernen. Jetzt kannst auch du sie einsetzen. Das ist schön. So. Leider muss ich dich bitten, auch nicht zurückzugehen, wenn du uns verlassen willst. Ja, ich möchte gehen. Und ich brauche jetzt auch eine Pause, weil ich kann nicht mehr reden. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt geht's wieder, Leute. Also, erkunden wir hier Illumina City weiter. Da ist Eupheus, süß. Was haben wir hier denn? Die Schöne und das Monster, seine Liebesgeschichte über einen Menschen, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Die Schöne und das Monster. LOL. What the hell? Was haben wir hier jetzt schon wieder? Okay. Kann ich mich da drauf chillen? Ja. Was sind wir denn hier? Kacho, Piki, 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 Vein. Dieses Französisch nervt langsam. Ein ganz klein wenig. Jetzt so, man braucht's echt nicht übertreiben, Leute. In anderen Regionen war doch auch nicht jedes fünfte Wort japanisch oder in einer war auch nicht jedes fünfte Wort englisch. Also, warum musst du das jetzt so übertreiben? Ich kann kein Französisch. Mal gucken, dass wir wieder auf sich warten. Langweilig. Ich übernachte jede Woche aufs Neue hier, um die reizende Empfangsdame Roger zu treffen.
vergesslich wie ich bin, müsste mir alles aufschreiben. Ich würde wohl meinen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Ja, das wäre schlecht. Diesen Raum kann man nicht betreten, denn ich habe die Tür mit meinem Wischmopp blockiert. Ja, endgeil. Findest du dich jetzt cool dafür, oder was? Oh Mann. Gut. Oh, Mr. Miteinander, hi. Ich werde es nie hinbekommen, glaube ich. Also, was gibt es denn lieber für eine O-Kraft? Schnäppchenkraft. Hä? Habe ich das nicht schon? So mag das eines weniger Geld kaufen kann. Okay, ich dachte, das hätte ich schon. Scheinbar nicht. Naja, egal. Cool. Supi. Herzlich willkommen im Grand Hotel Piquet Feni. Du machst mir deinen fähigen Eindruck. Verzeih, wenn ich dich damit überfalle, willst du vielleicht hier arbeiten? What the fuck? Nein! Das ist aber schade. Nun, jetzt solltest du später doch noch anders überlegen, was du und mich findest. Ihr arbeiten? Wir kommen uns doch mal aus dem Grand Hotel Piquet Feni, wo wir unsere werten Gästen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ist aber so, da brauchst du bitte 100.000! Geht's wie du wünschst, bitte bier uns recht bald wieder. Ey, der spinnt doch. Das hier ist die Küche, ich bin nur ein Lehrling, doch ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Was geht mit diesem Hotel ab? Und wo komme ich? Ich gucke jetzt erstmal, wo ich hier hinkomme, dann überlege ich mir. 4 Stockwerke. Wir werden niemals fertig werden, die Lumina City zu erkunden. Stellt euch schon mal darauf ein, Leute. Das ist total crazy, was hier abgeht. Okay, hier ist nichts. Kann es sein, dass das der sinnvollste Raum ever ist? Beziehungsweise das sinnvollste Stockwerk ever? Es sieht ganz danach aus, ja? Hier ist absolut... Oh doch, das sind 2. Unser erstes Date hatten wir im Ozeanmuseum. Der 40. Hochzeittag nennt man Rubin-Hochzeit. Der 45. Hochzeittag nennt man Saphir-Hochzeit. Und erneut... Wie viele werden jetzt auf das Rubin und Saphir Remake pochen, weil das der Beweis dafür ist? Ich bin echt gespannt. So. Also weiter geht's. Der Boden ist so blitzeblank, das sieht glatt zu einer Rutschparty ein. Okay, das wäre komisch. Wenn Pokémon fliegen können, sollten Menschen das ja wohl auch können. Ich würde mich am liebsten zusammen mit dem Pokémon in die Lüfte schwingen, um sie noch besser zu verstehen. Okay. Gut. Datiri hatte den klügsten Satz gebracht, sagen wir mal so. Egal, schauen wir uns hier weiter um. Hier scheint niemand zu sein. Hier auch nicht. Okay. Aber hier scheint es immer 4 Zimmer zu geben. Das ist schon mal, ja, das ist schon mal pro Schoko, das ist schon mal gut, dass wir diese Regelmäßigkeit wissen. Hotelbetten sind wahnsinnig bequem. Ich schlafe darauf immer ganz hervorragend. Das ist schön. Piquet Feni, ich werde so lange hier arbeiten, bis ich endlich die Bedeutung dieses Namens verstanden habe. Das verstehe ich, Freundchen. Ich werde es auch nicht verstehen. Weil hier alles auf Französisch sein muss. Jeder verdammte Name muss hier auf Französisch sein, was komplett sagt. Aber gut. Egal. 3. Stock. Dann... Ich weiß diese besondere Form der Offenheit, die hier im Piquet Feni herrscht, sehr zu schätzen. Wer braucht schon Türen? War das jetzt ironisch gemeint, oder? Es kam ein bisschen so rüber. Hi. Psst, wenn du nicht still bist, kann ich den Aufzug dich hören. Da ist dieser Geist. OMG. Dieser Geist ist gruselig. Wie? Was? Ich hab doch nicht aus der Blumenwasser getrunken. So wirst du dich doch niemals machen. What the fuck? Tritt aus der Blumenvase, aber kannst du dir ein Hotel leisten? Okay. What the hell? Wie konntest du mich und unser Meryl noch verlassen, wo du jetzt wo sein magst? Meinst du diesen Geist? Nun, der ist noch da. Möchte ich dir nur sagen. Der ist noch da. Was auch immer das bedeutet, weil das finde ich sehr gruselig. Okay. 3. Stock. Oh, Moment mal. Okay. Ich hatte gerade vor einem Moment die Befürchtung, dass da noch mehr Stockwerke sind, aber... Ja. Dann noch ein Stockwerk, der 4. und der scheint sich von anderen zu unterscheiden.
die Pflanzen just in dem Moment zu genießen, wenn sie es am meisten brauchen. Das zeichnet die Arbeit eines Profis aus. Okay. Nun, das ist scheinbar sogar eine Suite. Nicht nur ein Zimmer, aber... Ja, das ist auf jeden Fall, aber scheint jemand zu sein. Was riecht ihr so streng? Käufer, hast du immer dein Revier markiert? Natürlich! Ja. Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Diese Säule, sie ist so dick. Die Dialoge der Trainer waren, sagen wir mal, etwas... Oh, ein Mädchen, was sich gerade im Bad richtet, da gehe ich doch mal heiß sagen. Lalala, mit einem Noten-Smiley im Bad halt ist so schön, das verleitet mich zum Singen. Machst du doch auch, oder? Nun, es ist aber überhaupt nicht creepy, wenn ein Junge in ein Hotelzimmer geht, ins Klo geht, wo gerade die Frau ist, also ist völlig normal. Wieder wird immer stärker, wenn er in jeder Runde wiederholt wird. Ja, ähnlich wie Walzer und Songklinge etc. Nur, dass wieder halt, glaube ich, jedes Mal manuell nochmal neu eingesetzt werden muss. Dieser Ausblick ist die perfekte Kulisse für meinen Heiratsantrag. Jetzt will nur noch die Braut. Ja, nimm doch die da. Die wird sich bestimmt freuen, du. Oh Mann. So. Immerhin, das wäre abgeschlossen. Was mit dieser Arbeit auf sie hat, weiß ich nicht. Das werde ich jetzt aber auch nicht nachprüfen, weil ich habe hier, weiß Gott, genug in Illumina City zu tun. Und ich muss den Part sowieso jetzt an dieser Stelle erstmal beenden. Und ich hoffe, dass ich mal mit Illumina City fertig werde, weil das ist ja insane, was hier abgeht. Wenn euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Und das nächste Mal werden wir die schier endlose Stadt weiter erkunden. Bis dann.